marode, sehr in die Jahre gekommene Spielplätze, unattraktiv und abstoßend. So sah es viele Jahre in Brechen aus und veranlasste Eltern mit ihren Kindern, mit dem Auto auf kilometerweit entfernte Spielplätze auszuweichen. Um ehrlich zu sein, es war sehr, sehr, sehr deprimierend, wie der Spielplatz vorher hier zu finden war. Er war genauso, wie ich ihn als Kind kannte, also die Gerüste hatten sich nicht verändert. Eine junge Elterninitiative hat dem endlich ein Ende bereitet. Eine Podiumsdiskussion zur Spielplatzsituation in Oberbrechen, Niederbrechen und Werschau gab den entscheidenden Anstoß. Darüber hat sich eine Gruppe formiert aus 10, 8 Eltern. Die hat sich dann alle Spielplätze angeschaut und so mal aus eigenen Gesichtspunkten aufgeschrieben, was sie gut und schlecht findet. Nicht nur die Eltern alleine wollten über die Gestaltung eines sinnvollen Spielplatzes entscheiden. Auch ihre Sprösslinge hatten einen großen Einfluss auf die Zusammenstellung der Spielplatzgeräte. Sie wurden nämlich von ihren Eltern genauestens beim Spiel auf den Spielplätzen umliegender Gemeinden beobachtet. Wir waren auch in vielen anderen Gemeinden und haben uns positiv wie auch negativ Beispiele angeschaut. Unter anderem eben auch in Villmar am Waldrand. Und das schöne Ergebnis war, als wir mit allen Kindern aus dem Auto ausgestiegen sind, wurde als erstes der Weg in den Wald gesucht und die ersten Stöcke wurden rausgeholt und das Spielgerät war gar nicht so wichtig. Und deswegen, wie vorhin auch schon erwähnt, war es uns bei dem Spielplatz auch wichtig, dass es nicht um das größte Gerüst überhaupt geht, sondern eben, dass man eben auch im Rahmen von so einem Abenteuerland Möglichkeiten zum Klettern, zum Verstecken, auch gerade wenn die Büsche wieder größer werden, bieten. Wir wollten es integriert haben, so wie der Spielplatz ist, verschönern. Und das ist, denke ich, hier gerade an dem Spielplatz schön gelungen. Dann sind wir frühzeitig auch auf den Verschönerungsverein mit der Elke Weimar zugegangen, weil wir gesagt haben, alleine als Eltern wollen wir das oder ist es schwer organisatorisch zu stemmen. Und der Verschönerungsverein selbst hat sich eben auch mit Spenden sehr stark hier engagiert. Von der Sitzgelegenheit über die Erweiterung des Klettergerüstes. Und daraus ist eigentlich genau das entstanden, dass wir jetzt eigentlich eine gemeinsame Gruppe sind. Das ist jetzt eine Gruppe, ein Verein, der sich ja jetzt auch nicht mehr Verschönerungsverein alleine nennt, sondern er nennt sich ja jetzt Kultur- und Verschönerungsverein, weil wir noch eine zweite Initiativegruppe aus der Gemeinde dazu bekommen haben. Und somit ist es natürlich eine Bereicherung auch für den Verschönerungsverein, mit so vielen Eltern und Engagement zusammenzuarbeiten. Der Brecher Bürgermeister Frank Groß ist von dem Enthusiasmus und der Begeisterung seiner Bürger sehr angetan und zu Recht auch stolz. Wir haben das Projekt von Anfang an natürlich sehr offen, sehr wohlwollend begleitet, weil wir im Prinzip aus der Not eine Tugend gemacht haben. Die Kooperation zwischen Verein einerseits, den Eltern und der Gemeinde war wirklich ganz toll. Ich habe immer gesagt, das ist ein Leuchtturmprojekt und die Bürgerinnen und Bürger haben halt gesehen, wenn man sich engagiert, wenn man mithilft, dann kann wirklich was Tolles entstehen. Und deswegen war das eine Zusammenarbeit, die einfach auch Spaß gemacht hat, sowohl in den Sitzungen als auch später, als es ans Eingemachte ging, ans Arbeiten. Wir waren natürlich auch darauf angewiesen, dass wir unseren Bauhof mit dabei haben, die das fachliche Know-how auch nochmal, was die Umsetzung anging, eingebracht hat und es war überhaupt kein Problem, dass dann die Kolleginnen und Kollegen, dass sie dann auch samstags gearbeitet haben und das Ganze auch noch unterstützt durch Spenden von heimischen Betrieben, die dann Fallschutzmaterial zur Verfügung gestellt haben. Also es war wirklich ein Projekt, wo die ganze Gemeinde mitgearbeitet hat. Wichtig war es allen, keinen Spielplatz aufzugeben, sondern darauf zu achten, dass sie für Eltern und Kinder gut zu erreichen sind. Für uns war so ein bisschen die Überschrift, kurze Beine, kurze Wege, das war so das Motto und haben dann gesagt, also keinen zentralen Spielplatz, wo man ja dann doch auch wieder Spielplatz Tourismus hat, dass dann Leute mit dem Auto hinfahren. Wir wollten ganz bewusst, dass Kinder eben auch fußläufig ihren Spielplatz erreichen können. Es ist nicht zu übersehen. Der Aufwand aller Beteiligten hat sich gelohnt. Zu Recht schwingt in den Gesprächen immer noch eine große Begeisterung und eine gesunde Portion Stolz auf das Geleistete mit. Der Spielplatz wurde in der Fläche vergrößert, verdoppelt fast. Es gibt verschiedene Spielbereiche. Alte Geräte wurden erhalten und integriert, neue wurden aufgestellt. Hinten wurde nochmal eine Freispielfläche gemacht. Und die Verknüpfung mit dem Altersheim gegenüber, wo wir einfach auch gesagt haben, das wollen wir von vornherein irgendwie gedanklich mit einbinden, dass wir es auch barrierefrei machen. Und eben auch an dem Helfertag selbst hat das Altersheim für Essen gesorgt, für Kuchen gesorgt, hat uns bewirtschaftet und gut verpflegt. Deswegen war das von vornherein eine gute Verbindung. Ja, da wird Jung und Alt hier zusammengebracht. Ganz abgesehen davon hatten wir einen Planer,
den dürfen wir auch nicht vergessen, der sich sehr viel Mühe gemacht hat, um diese Dinge auch alle zu Papier zu bringen, damit das eben auch gut eingerichtet werden kann. Auch beim Bau des Spielplatzes wurden die Kinder wiederum mit eingebunden. Mit großer Begeisterung durften sie sich bewaffnet mit Pinsel und Farbeimer auf den Brettern der Zäune verewigen. Und das war eben auch gerade das Schöne, als man dann später beim Spielen wieder war, hat man dann Kinder beobachtet, die dann die Väter und Mütter oder die Omas mitgezogen haben und haben gezeigt, das habe ich gemalt. Also von daher vielleicht dann auch so ein bisschen aus dem Hinterkopf haben, das ist mein Spielplatz, den ich gebaut habe. Das ist ein extrem befriedigendes Gefühl, wenn man hier auch mit den Kindern spielen kommt, weil einfach hier richtig viel los ist und jeder nach dem Helfertag gesagt hat, was machen wir nächstes Jahr? Und das wollen wir eigentlich auch am Laufen halten, weil das allen Beteiligten eigentlich so ging, die mit angepackt haben, weil man weiß, für was man es tut. Das zweite Projekt wurde im Brechener Ortsteil Werschau mit ebenso großem Enthusiasmus angepackt. Werschau war von Anfang an ein Selbstläufer. Obwohl es ja der kleinste Ortsteil ist mit so rund 700 Einwohnern, war aber von vornherein klar, dass das funktionieren wird, weil hier wirklich schon eine ganz super intakte Dorfgemeinschaft besteht. Jeder kennt jeden so ungefähr und das hat auch dazu beigetragen, dass das hier so gut gelaufen ist. Und für neue Eltern, die jetzt hier zugezogen sind, war das natürlich eine gute Gelegenheit, einfach mit den anderen Eltern und Kindern auch in Kontakt zu kommen. Auch hier fanden die Eltern nicht nur im Bauhof, der benachbarten Feuerwehr und dem örtlichen Obstbau- und Gartenverein große Unterstützung. Die ist noch dazugekommene Stehwippe. Die konnten wir dann aufgrund der Spenden noch zusätzlich dazu kaufen. Also die Spendenbereitschaft war wirklich enorm. Also absolut, das hätten wir so nicht erwartet, dass wir in der Summe Spenden einnehmen. Ja, und die Gruppe hat sich da wirklich so engagiert. Ich glaube, man bezeichnet das heute als Fundraising. Und das war ja wirklich sensationell, was da noch zu dem Budget, was wir als Gemeinde zur Verfügung gestellt haben, on top dazu kam. Und nur deshalb konnte man das auch finanzieren. Und auch hier hat der Bauhof mit Know-how und tatkräftiger Unterstützung in seiner Freizeit große Hilfe geleistet. Also wir haben einmal das Pflaster gelegt. Rechts und links ist neu eingesät worden, mit Erde befüllt. Hier ist das Pflaster, die Randsteine, alles neu gemacht. Den Turm haben wir aufgebaut, mit Fundamenten, alles Sand reingefahren und so weiter und so fort. Im Nachgang gibt es immer so eine Art Brainstorming, was im Projekt gelaufen ist, was gut war, was man für die nächsten Projekte, die ja in der Gemeinde weiterhin noch anstehen werden, vielleicht besser machen kann, um einfach auch für die Zukunft den Leuten damit was mit auf den Weg geben zu können, damit sie von den Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, auch profitieren können. Und wir als Gemeinde lernen natürlich auch davon. Also auch wenn wir natürlich Profis dann bei uns beschäftigt haben, die das Ganze unterstützen, ist für uns ja auch wichtig, wie bewerten die Eltern gewisse Dinge und die betrachten das nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Insofern war das für uns auch ein absoluter Gewinn. Also wir müssen sagen, also wir als Orga-Team sind schon ein Stück weit stolz auf das Ergebnis. Man erzählt sich, wie es früher war, dass hier kaum was los war und das ist einfach ein tolles Gefühl, dass man durch diese Aktion viele Leute hier an den Spielplatz wieder heranführt und dass das auch rege genutzt wird. Ja, das Schöne hier ist ja, dass wir hier einmal den Spielplatz für die kleinen Kinder haben. Wir haben aber direkt nebendran noch eine Gelegenheit, also wir haben einen Bolzplatz noch direkt nebendran. Muss man gucken, ob das vielleicht auch nochmal ein Projekt sein kann für die Zukunft, was man angeht. Und nach den zwei erfolgreichen Spielplatzprojekten in Niederbrechen und in Werschau wird es in diesem Jahr ein Projekt in Oberbrechen geben. Da soll ein Bolzplatz entstehen, eben auch mit Unterstützung vieler Eltern und mit der fachlichen Begleitung von einem Planer, mit Unterstützung von unserem Bauhof wieder. Und natürlich mit einem gewissen Grundbudget von der Gemeinde. Ja, und wenn wir dann quasi alle drei Ortsteile bedient haben, dann drehen wir die Runde wieder von vorne, sodass wir eigentlich peu à peu in jedem Jahr ein Projekt vor der Brust haben und nach die Gemeinde insgesamt verschönern können. So funktioniert Gemeinschaft. Sie ist überaus wichtig für das Überleben der Dörfer, als auch für die Kommunikation und das soziale Gefüge unter den Bürgern. Wenn Leute sagen, die Gemeinde müsste doch mal was machen, dann frage ich immer, wer ist denn die Gemeinde? Wir sind doch alle Gemeinde. Also auch ich als Bürgermeister bin ja Bürger dieser Gemeinde. Wir alle bilden eben diese Gemeinde. Und wenn wir alle mithelfen, unterstützen und eben nicht sagen, die Gemeinde müsste mal was machen, sondern ich packe auch an und helfe und unterstütze, dann kriegt man auch was auf die Beine gestellt. Und das sieht man hier ganz eindrucksvoll.